Michael, bitte, oder? Ja? Das passt schon. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe es endlich geschafft. Der neue Rechner steht hier fertig und es ist ein absolutes Biest und ich feiere es und ich liebe es und oh, er summt zu meinen Füßen. Es ist schön warm, alles Mögliche. Also wirklich sehr, sehr toll. Wir haben jetzt endlich die richtige Qualität, die wir seit Monaten eigentlich haben wollten. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich hoffe, ihr seht den Unterschied. Wenn nicht, dann habe ich was falsch gemacht. Auf jeden Fall, Leute, heute für euch der zweite Teil von besser werdenden COD mit Firing Range. Die meisten von euch haben gesagt, ihr wollt weitere Maps sehen mit Spots, mit Killspots, mit Weitschussspots, mit Tipps und Tricks und allem. Bisher haben wir ja eine erst, und zwar Frequency, eine ganz neue damals. Jetzt haben wir Firing Range, die kennen bestimmt viele von euch aus anderen CODs. Das wird Baba gleich. Ich habe es ja vorher schon aufgenommen, das heißt, das hier nehme ich jetzt im Nachhinein auf. Es wird wirklich sehr interessant, da gibt es ein paar Sachen, die habe ich vorher nicht gewusst. Da musste ich mich auch bei Exclusive Ace erstmal ein bisschen informieren, was der da so gefunden hat. Habe noch ein, zwei Sachen hinzugefügt. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß dabei. Lasst eine Bewertung da, nachdem es euch gefallen hat, nicht vorher. Das ist immer doof. Tut mir einen Gefallen, Leute. Das Blackout-Turnier wird die nächsten Tage kommen. Schreibt in die Kommentare, ich brauche ein bisschen eure Hilfe. Wie soll der Modus fürs Blackout-Turnier sein? Sollen es 16 Leute sein? Wir nehmen nur 16 auf und die spielen dann ein privates Blackout-Match und das dreimal. Und wer nach drei Runden die ersten drei gewinnen dann was? Oder schreibt mir in die Kommentare, was da so der Tipp ist. Oder Duo gegen Squad. Ich springe da mit ab, lass mich gleich töten, dass ich zugucken kann. Oder. Schreibt mal rein, vielleicht habt ihr da so ein bisschen mehr Ideen, weil bei Blackout, da kenne ich mich, was so diese Turniermodi angeht oder wie man das macht, nicht so gut aus. Man kann auch Solo gegen Squad sagen und wer denn, sagen wir mal, sind immer drei und ich gucke den drei zu und von den drei kommt dann der mit den meisten Kills am Ende weiter, als Beispiel. Schreibt auf jeden Fall rein, würde mich interessieren, lasst gerne ein Like da, wenn es euch nachher gefallen hat und wenn es euch geholfen hat vor allen Dingen. Und jetzt bin ich erstmal raus, mein hässliches Gesicht seht ihr nicht mehr, sondern nur noch meine Stimme. Und viel Spaß bei Firing Range. So Leute, lasst uns einfach mal direkt anfangen. Ihr seht hier schon mal, wo die ganze Action auf Firing Range ist und ihr seht es richtig überall. Ist natürlich nur ein kleiner Witz, aber eigentlich ist es wirklich Realität, wenn man ehrlich ist. Das hier sind so die Hotspots. Das sind einmal die beiden Spawnpunkte und die B-Flagge in die Richtung davon. Hier ist immer was los, hier ist immer Action. Darauf solltet ihr achten. Wenn ihr Gegner sucht, dann werdet ihr dort auf jeden Fall welche finden. Dann lasst uns zum ersten, ich sag mal, richtig schönen Gimmick kommen. Und zwar seht ihr ja diese kleine Hütte hier mit den zwei, drei Bänken und dem Tischen. Hier habt ihr eine Kontrollmöglichkeit für jede Richtung. Wenn ihr Weitschüsse braucht, geht in Hardcore auf die Map, nehmt euch eure Weitschusswaffe, wo der Weitschuss drauf sein soll, guckt da einfach durch mit dem Thermalvisier, easy peasy, ihr habt ganz gut Deckung, rechts und links sind nur zwei Türen, mehr ist es da nicht. Kann man auf jeden Fall machen, ist jedem zu empfehlen. Ihr könnt da oben einaimen, ihr könnt ein bisschen weiter nach hinten einaimen, das ist wirklich perfekt. Rechts habt ihr noch so ein bisschen Blick auf das Auto, hier vorne kann man wieder durchgucken. Das ist auf jeden Fall die erste Möglichkeit, die ich euch hier einmal so anbieten möchte. Wenn ihr auf diesen Tisch geht, dann habt ihr natürlich diese zwei Optionen. Ihr könnt da in die beiden Türen gucken. Was ihr aber noch habt, das wissen die meisten nicht. Hier ist so eine unsichtbare Barrikade. Nutzt die einfach aus, Leute. Vertraut mir, es geht. Wenn ihr einfach hier rüber geht, habt ihr einen super Blick da rein. Ich glaube, viele von euch, viele von uns wussten das nicht, muss es auch ausprobieren. Das ist perfekt. Ihr könnt hier reingucken, ihr könnt da in den Tunnel gucken, ihr könnt sie da wegholen, ohne Probleme, ohne Sorgenfalten, ohne alles. Hier geradeaus, da seht ihr nichts, das kann man so irgendwie lassen. Das ist aber auch nicht so wichtig, wir haben noch mehr Möglichkeiten. Hier auf der Seite seht ihr ja diese Bänke. Auf diese Bänke ist man ein bisschen höher, kann man rein. Wenn von der Seite vielleicht Gegnerteam kommt und pusht, ihr habt einen perfekten Blick dahin. Diese Line of Sight ist wirklich großartig, kann ich jedem nur empfehlen. Spielt manchmal ein bisschen defensiver, nutzt diese Techniken, die ihr in den Videos von YouTubern seht, aus. Es macht euer Gameplay besser, es macht euch besser, es hilft euch, Gunfight zu gewinnen. Ihr habt einfach den Überraschungsmoment in dem Moment. Wollen wir auch direkt zum nächsten kommen, und zwar, der ist ein bisschen eklig. Ihr kennt ja dieses wunderbare Auto hier. Hier schön die Grashalme, schöne Grafik, guter Rechner, gefällt mir. Wenn ihr hier so mal gerade ausguckt, wenn ihr eine Waffe habt mit Scope, zum Beispiel ein Recon-Visier oder ein Thermalvisier oder Gefahrendetektor, dann könnt ihr wunderbar gerade ausgucken und ihr könnt die Gegner von hier sehen. Das ist wirklich großartig. Und euch dahinter in der Ecke wird euch eher keiner vermuten. Die Leute vermuten einen immer im Headglitch hinter dem Auto, aber niemals hier unten. Ist nur ein kleiner Spot von mir für euch. Könnt ihr mal gucken, ob das bei euch funktioniert. Ich finde es absolut nicht schlecht.
Wenn ihr euch jetzt hier anguckt, das hier ist ja wirklich die, ich sag mal, Hauptzone B. Von hier aus geht die ganze Action los. Nach rechts, nach links, nach oben, nach unten, von überall. Wenn von da welche spawnen, dann sehe ich immer wieder welche, die sich hier hinstellen und dann irgendwie trotzdem weggeholt werden von da vorne. Da werdet ihr erwartet. Nehmt doch diese Fässer, nehmt die Tonnen, das ist nur ein kleiner Trick, aber er ist wirklich hilfreich. Und lutscht hier mal so ein bisschen um die Ecke. Ja, fein, so ganz genau. So habt ihr einen super Überblick, habt die gesamte Seite zur Deckung hin. Es geht nur eure Schulter raus, euren Kopf sehen sie kaum und ihr habt wirklich mehr Deckung als vorher. Oftmals kennt ihr es natürlich auch, dass die Leute hier drin campen und ihr kriegt sie dann nicht so richtig raus. Da gibt es auch ein, zwei richtige Tipps. Ihr könnt euch natürlich mitten auf B stellen, dann kann ich jetzt schon versprechen, ihr kriegt die nicht. Oder ihr geht einfach hier hinten rauf. Wenn ihr hier rüber guckt, selten werdet ihr da erwartet, ihr brecht die Deckung, wo ihr komplett hinter könnt. Macht natürlich irgendwie keine Anstalt jetzt zu hoffen, dass von hinten niemals einer kommt. Irgendwann kann auch ein Gegnerspawn sein. Ihr könnt dann längst worauf springen. Ich habe das alles versucht, das geht nicht. Aber ihr habt von da einen super Blick auf das erste Fenster, auf den Container. Hier braucht ihr auch nicht versuchen, ihr kommt da so nicht rauf. Ihr braucht den Kletterhaken von Ruinen, um von der Seite dort raufzukommen. Es sei denn, irgendwas sprengt euch so weit in die Luft, dass euer Körper da reinfliegt. Aber ich vermute, dass euch das nicht helfen wird. Wenn ihr jetzt hier reingeht, ja, jetzt wird es nämlich nochmal interessant. Viele Leute, die sehe ich immer, die gehen da rein und ich denke mir immer, was machst du da? Warum nimmst du diesen umständlichen Weg, der unglaublich lange dauert? Es geht viel, viel schneller. Ihr lauft einfach an die Wand und zack, seid ihr oben. Das ist super einfach. Ihr seht das hier auf der anderen Seite. Ranlaufen, Doppel-X, also für doppelt springen und rauf. Ich mach's nochmal vor, wartet. Ihr guckt da hin. Das geht natürlich auch von der anderen Seite aus. Ihr guckt an die Wand, springt ran und geht sofort hoch. Ihr dürft nicht im vollen Sprint sein, weil das aus irgendeinem Grund nicht funktioniert. Ich weiß nicht warum. Ihr müsst davor stehen, hier, wenn ihr nur so davor steht, wisst ihr nicht. Ihr müsst ein bisschen Anlauf nehmen, ran und Doppel-X. Ihr seid so schnell da oben, wie ihr auf keine andere Möglichkeit sonst habt. Wenn ihr hier jetzt so durchguckt, da habt ihr die Möglichkeit, das ist einer der besten Spots hier, den Eingang komplett dicht zu machen. Da kommt keiner rein, wenn ihr da oben durchguckt, eure Schüsse werden nicht blockiert, kein überhaupt nichts und der Gegner weiß zu 99,9% überhaupt nicht, dass ihr überhaupt da wart. Das hier ist sonst die einzige Möglichkeit, ihr exposed euren ganzen Körper, aber leider seht selbst nur Füße und Beine vom Gegner. Deswegen nehmt das Gitter hier oben, guckt da durch und killt sie. Passt natürlich auf, dass hier von links irgendwie euch keiner sonst wegsnackt, aber alle diese Spots sind natürlich immer nur dann hilfreich, wenn ihr ein bisschen Kontrolle über die Map habt. Das hier kennt ihr mit Sicherheit auch, ihr werdet in die Ecke gespawnt, trappt da hinten in den Spawn und wisst gar nicht, was ihr tun sollt und was mit euch passiert. Die meisten gehen dann hier einfach hin, wenn sie überhaupt so weit kommen, gehen hier rauf und gucken dann und stehen völlig offen und werden gnadenlos weggekillt. Was viel, viel besser ist und was ich euch wirklich empfehlen kann, ist, wenn ihr hier an die Kante geht, wieder haben wir eine unsichtbare Barrikade, super Blick auf die Tür, super Blick auf die Tür, ihr habt fast euren gesamten Körper in der Schutzzone. Von links, normalerweise sollten da kein Gegner so schnell kommen und ihr seid auf der sicheren Seite, was das Ganze angeht. Hier, das ist wieder so ein Ding, einige klettern hier hoch, wenn ihr hochspringt, dann kommt ihr darüber oder versuchen hier irgendwie rauf zu klettern und klettern dann hier rauf. Ich weiß nicht, wie da immer so viel drauf kommt oder hier die Leiter, ich möchte, dass ihr nie wieder die Leiter nehmt. Das ist wirklich, das kostet so viel Zeit, Zeit, die ihr im Multiplayer nicht habt, das ist ein schnelles Spiel, COD ist eins mit Bewegung. Springt einfach direkt hier rauf und ihr seid schon oben, das ist super einfach, ihr habt es vorhin schon gesehen, das geht hier genauso. Springt einfach drauf und dann wisst ihr ganz genau, was ihr machen müsst. Mit Sicherheit gibt es jetzt einige Leute, die sagen, dass solche Tricks, wie man schneller da hochkommt, vielleicht nur eine halbe Sekunde oder eine Sekunde bringen. In dem Fall ist es sogar noch länger. Aber wenn ihr ganz genau überlegt, Leute, ist das wirklich hilfreich, weil in einem Multiplayer-Shooter, wo es darum geht, dass ihr innerhalb von 400 bis 500 Millisekunden jemanden tötet, ist jede Sekunde wichtig. Solltet ihr mal wieder das Problem haben, dass da hinten einer im B-Gebäude steht und auf die Seite abaimt, er wird euch definitiv links erwarten. Wo nie einer hinguckt, ist, wenn ihr hier rechts einfach auf die Autos geht. Mit der Saug ist natürlich egal, aber mit dem richtigen Sturmgewehr habt ihr die beste Option, da irgendwas draus zu machen. Und jetzt zeige ich euch hier auch nochmal die Spawnpunkte von den Leuten auf der Map Firing Range. Ihr seht, es gibt drei Hauptspawnpunkte, die wir hier haben. Das ist A. Das ist im Prinzip hinten bei C und dann die Mitte zwischen A und C, wo früher noch dieser wunderbare Spot war, um an den Ruinturm ranzukommen, den gibt es ja mittlerweile nicht mehr. Wenn ihr euch das ganz genau anguckt, in Herrschaft gibt es drei Ausweichspots, wo man spawnen kann. Die werde ich euch jetzt aber heute nicht extra vorstellen, weil die in Herrschaft so gut wie
nie wirklich kommen. Die Spawns sind so weit auseinander, dass es durchaus funktioniert, dass man immer auf dem Spawn, wo es hingehört. Aber in dem Fall für euch wichtig, merkt euch das, prägt euch das ein. Das soll es von mir gewesen sein für heute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Vielen, vielen Dank für den Support. Schreibt in die Kommentare, Leute, wie ihr euch das Blackout-Turnier am ehesten vorstellen könnt und schreibt auch unbedingt in die Kommentare, damit ich das weiß und damit arbeiten kann, was ihr euch als nächste Map wünscht. Ich bin raus, viel, viel Spaß, schaut im Stream vorbei, peace out.